Schmelzendes Eis. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass sowas in so einem Schrein drinne ist. Aus Sicherheitsgründen rüste ich einfach mal das aus. Weiche mir Eis da und ich zeige dir den Weg. Alles klar. Muss ich denn hin? Frage für einen Freund. Warum ist es so viel Feuer? Wer hat denn hier das ganze Feuer angemacht? Was soll denn das? Alles. Okay. Okay, okay, okay. Und nun? Da ist eine Kiste. War ja klar. Das musste ja so kommen. Für ein verkacktes Eisschwert. Naja. Ja, und jetzt? Ich kann das Ding doch da nicht durchwerfen. Scheinbar doch. Nicht, ob ich das Ding damit wieder größer machen kann. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob es richtig ist, die Dinger hier, das Ding da durchzuwerfen.
Komm ich jetzt darüber? Komm ich jetzt darüber? Ach Gott, bin dumm. Guck mal, das Ding hier ist doch bestimmt metallisch, ja. Okay. Hallo, hier ist dein Eis. So, was willst du jetzt mit dem Eis? Was macht so eine Mumie wie der mit einem Eiswürfel in der Größe? Ich habe Fragen. Oh, Ink ist kalt. Ist wahr. Boah, ich hätte ja schon Bock, noch irgendwie zwei Dings zu machen. Zwei Schreiner, einfach nur, um dann 18 Herzen zu haben. Ihr merkt schon, ich bin voll... Na, also ich bin voll zuversichtlich, was den Boss angeht. Was ist das hier unten? Achso, das ist das versteckte Giga. Na, ich bin voll zuversichtlich, was den Boss angeht. Ich denke, wir werden den auch ohne Schaden schaffen. Und wir brauchen bestimmt nicht zigtausend Versuche. Also die Versuche, die zigtausend brauchen wir bestimmt nicht, aber... Ich würde mich besser fühlen, wenn wir damit 18 Herzen reingehen würden. Warum mache ich es mir... warum mache ich es mir eigentlich so mühsam? Warum bin ich nicht einfach den? Hey. Warum einfach, ne? Warum einfach? Der Gugu Cheese Schrein. Hier ist schon Gugu beheimatet. So, muss ich den jetzt mit meiner Verkleidung wieder anquatschen oder nicht so? Hey, du Sack, bleib mal stehen. Du wieder. Tut mir leid, aber ich bin auf der Suche nach Frauen. Deshalb laufe ich ja hier wie ein Irrer herum und stelle meine Sandstiefel zur Schau. Wenn du was willst, sag's besser schnell. Sandstiefel? Mit Sandstiefeln kannst du auf Sand normal, bla bla bla. Ich will Sandstiefel. Oh.
Okay, ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden, Spiel. Wo ist denn? Damengewand, ja. Ach, hier. Ich bin froh, so froh, dass du es heil zurückgeschafft hast. Vor allen Dingen, wir haben uns vor ihm umgezogen. Hast du so lange gebraucht, da habe ich mir schon Sorgen gemacht. Du musst wissen, die achte Kriegerin ist eigentlich nur ein Armenmärchen. Es gibt sie gar nicht. Ich habe das nur erzählt, weil ich dir irgendwie näher kommen wollte. Im Nachhinein habe ich mich verflucht, dass ich dich in eine solche Gefahr gebracht habe. Das wird nicht mehr passieren. Von jetzt an werde ich dich bis an mein Lebensende... Hab sie gefunden. Du willst mich beruhigen, damit ich mir keine Sorgen mehr um dich mache? Du bist wirklich herzensgut. Aber das ist nicht nötig, denn vom heutigen Tag an... Sieh dir das mal an. Auf meinem Tablet. Ja, genau, wie es die Gerüchte sagen. Das ist ja unglaublich. Die legendäre achte Kriegerin existiert also wirklich. Das ist eine Sensation. Wenn die Leute das wüssten, sie würden durchdrehen. Aber ich werde es niemals verraten. Das ist unser Geheimnis, das uns für immer einander binden wird. Würdest du vielleicht mit mir... Die Sandstiefel, bitte. Ich verstehe. Warte, ich ziehe sie ja schon aus. Jim tut mir ja schon ein bisschen leid. Sandstiefel! Die einst von Gerudo genutzt wurden, die Sohle verhindert einen einzigen Umsatz und ermöglicht so normale Fortbewegungen in der Wüste. Bitte geh pfleglich damit um. Tu es für mich, ja? Könnte ich dann die Schneestiefel zurückbekommen? Sonst müsste ich ja barfuß herumlaufen. Aber ich will die auch behalten. Gut. Es sitzt, wackelt und hat Luft. Damit werde ich es in der Wüste aber nicht leicht haben. Das ganze Gerenne hat mich schon reichlich geschlaucht. Beim Tor von Gerudo-Stadt gab es doch so eine Art Zelt. Da werde ich mich mal etwas ausruhen. Möchtest du nicht vielleicht auch ein wenig dort mit mir wiedersehen? Nanu? Wiedersehen. Chip tut mir schon ein bisschen leid. Ach, der Arme. Die achte Kriegerin. Nächstes Mal frage ich sie. Wahrscheinlich muss ich ihn jetzt dann als Link ansprechen, um dann die Schneestiefel auch zu bekommen. So, Leute, ich will einkaufen und verkaufen. Hey! Saba, zu wenig Slang, gut für die Haut. Unterkunft bleibt doch hier. Unser Hauptpflegeprogramm, Körper und Seele. Und so weiter, zu dir wollte ich nicht. Nein. Ich will Dinge verkaufen. Hm? Guten Abend. Ah ja. Was isst du denn so zum Abendbrot? Fleisch! Ja, das ist eine gute Wahl. Ich sehe, du hast einen guten Geschmack. Kaufst du an? Na dann lass mal sehen. Ein Bernstein? Wenig oder viel? Alle. Ah, warte mal. Was wollte denn die Tante in Gerudo? Ich glaube, die will immer 10 Stück haben von irgendwas, ne? Bin ja glatt am Überlegen. Also, Bernstein wollte sie nicht. Kann ich die auch für 150 verscherbeln? 100 Dank. Ja. 100 Dank. Aber ich weiß es nicht. Ich bin auch so geizig, ne? Wenn Edelsteine angeht. Verkaufe ich jetzt wohl 1050, nehme ich. Oder 80? Nee, nicht. Sag.
Das kann man eigentlich auch ganz gut hier verkaufen. Essen. Ressalien. Sehe ich gerade. Aber ihr werdet es nicht verkaufen. Aber hier die Brandschutzmedizin, die... ja. Brauche ich ja nun wirklich nicht mehr. Kann ich vielleicht noch ein paar Rubine mitmachen. Dank, Dank, auf Wiederwork. Die Dame ist seltsam. Richo ist im Obergeschoss. Dass sie dich sogar in ihr Schlafgemach lässt, ich frage mich wirklich, was sie sich dabei denkt. Wenn ihr irgendwas zustößt, werde ich dich höchstpersönlich zur Rechenschaft ziehen. Na gut. Komm mal runter, Schwester. Ich habe dich schon erwartet. Du brauchst es nicht zu sagen. Nicht? Als Königin der Gerudo spüre ich die Macht von unserem heiligen Erbe, das von unserem heiligen Erbe ausströmt. Wie du sehen kannst, bin ich noch jung. Meine Untertanen verehren mich, aber sie lieben mich, wie man ein Kind liebt. Ich dachte, jetzt kommt hier voll die Katze, dann kann ich auch die Camber in eingeblendet lassen. Ich sehne den Tag herbei, an dem ich mir ihren Respekt als Anführerin verdient habe. Als das heilige Erbe gestohlen wurde, war das die größte Schmach, die ich mir vorstellen konnte. Doch dann kamst du zu uns. Die große Ubosa muss deine Schritte geleitet haben. Nun gut, bitte gib mir den Helm. Wie sehe ich aus? Schick. Oh, jetzt kommt Katze. Kaum ruft man dich, schon bist du da. Du bist nicht umsonst ihr Leibwächter. Tut mir leid, dass ich dich hier antanzen lasse. Sie hat den ganzen Tag pausenlos gearbeitet. Kein Wunder, dass sie todmüde ist. Und? Wie läuft es? Kommst du einigermaßen mit ihr aus? Nein. Ich verstehe. Aber sei ihr bitte nicht böse. Sie hat's nicht leicht. Jedes Mal, wenn sie das Schwert auf deinem Rücken sieht, zerreißt es ihr das Herz. Die missratene Tochter von Hyrule nennt sie sich. Keine Sorge, es ist natürlich nicht deine Schuld. Dieser große Druck, so lange verfolgt er sie schon. Um die Kraft des Siegels zu erlangen, war sie von klein auf zu spirituellen Übungen verpflichtet. Einmal saß sie so lange in einer kalten Quelle, dass sie krank wurde, ein hohes Fieber. Aber trotzdem blieb ihr die Siegelkraft verwehrt. Um sich nicht gänzlich nutzlos zu fühlen, fing sie an, die Titanen zu erforschen. Sie ist ein gutes Mädchen. Und deshalb müssen wir ihr helfen. Besonders du. Es ist frisch geworden. Ich fürchte, ich muss sie wecken. Hm? Ah. Oh, Ubosa! Was war das? Dieser Krach! Was machst du denn hier?
Was ist? Bist du so überwältigt? Sag schon, steht er mir? Ach, er steht dir perfekt. Ist etwas groß. Link ist ein Rüpel. Meinst du? Ja, meine ich. Während du nach dem heiligen Erbe gesucht hast, hat sich Vano Boris an eine andere Stelle bewegt. Bald ist vielleicht schon unsere Stadt in Gefahr. Als Königin, als Gerudo muss ich ihn um jeden Preis aufhalten. Wirst du mir dabei zur Seite stehen? Klar! Es ist schon seltsam. Obosa ist auch eine Nette. Ist eine Nette. Ihr vergisst, was ich gesagt habe? Wieso? Obosa ist doch eine Nette. Oder meinst du wegen dem Blitz? Ja, irgendwie musste die ja wach werden. Na? Blitz genauso gemacht. Der Kampf... Blitz weg, okay. Der Kampf steht uns noch bevor, aber durch dieses eine Wort habe ich keine Angst mehr. Ich gehe schon einmal vor. Wir treffen uns auf dem Ausguck im Südosten der Stadt. Wir können uns Naboros nur auf Sandtroppen nähern. Der Ausguck ist zwar nicht weit von der Stadt entfernt, aber zur Übung könntest du mit einer Sandtroppe dorthin kommen. Ich werde dort mit einer geliebten Hofrobe Patrizia auf dich warten, was? Ach, Hofrobe Patrizia, so rum. Ach Gott. Und der Helm ist immer noch zu groß. Aber er ist schon etwas groß. Sag ich doch. Sanftes Streicheln hätte es auch getan. Ah, und sowas von Lukas. Tagebuch einer Königin von Makela Ritschu. So heißt die also. Bila hat mir mitgeteilt, dass Mutter zum großen Himmel aufgestiegen und eine Göttin geworden ist. Vom heutigen Tag an bin ich also die Königin der Gerudo. Ich wünschte, Mutter wäre bei uns geblieben, aber man bekommt nicht immer das, was man möchte. Blätter. Seit ich Königin geworden bin, sind alle noch freundlicher zu mir als zuvor. Doch gleichzeitig sehe ich in ihren Augen eine große Unsicherheit. Sie vermissen die starke Anführerin, die Mutter für sie war. In der Gerudo-Wüste ist ohne jedes Vorzeichen der Titan Vana Boris erschienen, der in tiefem Schlaf lag. Mutter nannte ihn den Schutzgott unseres Stammes, aber wohltätig sieht er wirklich nicht aus. Ich werde morgen aufbrechen, um Näheres herauszufinden. Als ich mich Naboris zusammen mit Patrizia näherte, geriet ich in einem gewaltigen Sandsturm. Blitze schlugen nur wenige Schritte von uns entfernt ein. Sollte sich dieses Wesen entscheiden, zu unserer Stadt zu kommen, wären wir verloren. Als ich umkehren wollte, scheute Patrizia vor einem Monster und schoss in Richtung von Vana Boris davon. Was dann passierte, weiß ich nicht. Ich erwachte und fand Bila über mir, die mit besorgtem Blick auf mich herabschaute. Gott, jetzt verschwindet meine Stimme. Bin immer sanft. Ja, Lukas ist immer. Lukas ist ein sanfter Riese. Seit diesem Vorfall weicht Bila nicht mehr von meiner Seite. Es ist, als hätte ich einen zweiten Schatten gewonnen. Kurze Zeit später entwendeten Diebe das heilige Erbe unseres Stammes. Bila gibt sich selbst die Schuld daran. Doch wäre ich als Anführerin nicht so unreif, wäre das alles nicht geschehen. Die Soldatinnen habe ich sofort auf die Suche gemacht, doch sicher verachten sie insgeheim ihre machtlose Königin. Nach unermüdlicher Suche haben wir das Versteck der Banditen, die unseren Schatz gestohlen haben, aufgespürt. Leider sind sie sehr wachsam, sodass die Soldatinnen sich dem Versteck nicht nähern konnten. Wir wissen, wo der Donnerhelm ist, aber haben keine Möglichkeit, ihn zu erreichen. Mutter, Obosa, lenkt meine Schritte, sagt mir, was ich tun soll. Schick Link. Hat sie so eine riesen Robbe als Kuscheltier.
Ich bin nur gerade mal am gucken, ne? Bitte ignorieren Sie mich. Willst du da hoch, ne? Und dann... Nee. Was soll das? Bei deinem Anblick vergibt mir der Appetit. Verzieh dich! Voll nett. Ich bin gerade was am gucken. Ja, eigentlich reicht es, wenn ich dem Ding hier weiter folge. Hier müsste es sein. Nämlich noch eine Quest. Ich glaube, ich bin zu früh. Ist ja gerade erst Tag geworden, ne? Steht hier ja 4.35 Uhr. War Durststrecke. Okay. Ich habe jetzt endlich das Passwort für, du weißt schon was. Mm. Echt jetzt? Ein ziemlich verrufender Ort, wenn du mich fragst. Trotzdem, interessiert wäre ich schon. Das Passwort lautet... Oh. Hey, warte mal! Ha? Du da! Steh nicht einfach da herum und belausche ganz dreist unser Gespräch. Verzieh dich! Irgendwie kann man die belauschen. Wieso belauschen? Oh, wer bist du noch gleich? Vielleicht kenne ich dich, vielleicht aber auch nicht. Ich hab's vergessen. Heute bin ich einen trinken gegangen. Das mache ich morgen gleich nochmal. Hinter der Wand. So. Mm. Was wollte eigentlich dieses hylianische Weih eben? Oh. Egal, komm schon. Ja, Jaibo, erzähl. Wo oh, stimmt ja, das Passwort. Es lautet GGC Karo. Ich habe gehört, wie Saiga es erwähnt hat, also muss es stimmen. Mm. Oh, verstehe, es geht um den Gerudo Geheimclub, also das Passwort ist GGC. Aber was bedeutet das Karo am Schluss? Mm. Ist... Hier müsste eigentlich so eine kleine sein, uns dann anmeckert. Wegen Müllverschmutzung und so. Wegen Müllverschmutzung ist auch schon. Wieder. Ja, bin ich auch immer. Fremde, Sabata, tut mir leid, aber ich kann jetzt nicht mit dir spielen, Fremde. Ach, ich glaube, die hat man schon. Sabok. Passwort.
I. Ah. I. Oh. C. Hm? Oh. In Ordnung. Ihr dürft hinein.